So, weiter geht's. Ich habe gemerkt, mit F12 kann ich die Aufnahme nicht mehr stoppen, warum auch immer. Das ging immer. Na gut, dann muss ich das halt manuell machen. Geht halt auch. Und ich merke, dass ich die Aufnahme sogar pausieren kann. Das ist aber voll geil. Das ist natürlich gut, wenn ich um sie neu starte. Oder wenn mal 2 Minuten gar nichts passiert. Das ist natürlich ganz nett, die Funktion. Ich glaube, die gab es vorher noch nicht, oder? Scheint mir fast im letzten Update rausgekommen zu sein. Was macht denn Mike? Wie kann er denn da stehen bleiben? Moin. 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 Oh, Drillinge. Ist ja krass. 2:10 Uhr. Und 10, bitteschön. Und für die Leute, die sich das auch fragen, ich fahre mit Lenkrad, mit dem Logitech G27. Werde ich nämlich ab und zu mal gefragt. Zehn. Danke. Danke. Bitte. Ist doch gerade ganz entspannt hier, oder? Warum fahren wir so viel Verfrühung ein? Ich fahre nicht mal schnell. Wahrscheinlich ist das so eingeplant, dass die Ampel auch hätte rot sein können, aber. Ah, sehr gut. Ich weiß zwar nicht, warum die jetzt rot ist. Hier ist niemand. Aber okay, ich nehme es jetzt einfach mal hin, ne? Was soll man auch anderes machen? Gut, man könnte über Rot fahren, aber das ist auch nicht so die feine englische Art. Keiner rein. Oh, nee, das ist mir zu viel. Krass, ne? Wie sich die OMSI-Zeit immer unterscheidet von der echten Zeit. Wobei, so krass war es eigentlich gar nicht. Ja, okay, steig hinten an. Ich konnte sich jetzt nicht entscheiden, wo sie einsteigt. Huch, was ist denn jetzt los? Warum ist die Tür wieder aufgegangen? Waren die noch in der Lichtschranke? Kann schon sein.
Jo. Das Taxi biegt auch ab, das ist sehr gut. Können wir auch direkt mit abbiegen. Ah, wie sieht's aus? Haben wir es dann? Muss ja mal grün werden langsam, ne? Da haben wir es doch. Ja moin. Alter. Wie biegst du denn von immer Kurve ab, du Taxifahrer? Da ist das Kreuz. Vor dem Kreuz. Und nicht hinterm Kreuz. Ich dürfte das vielleicht noch, weil ich Busfahrer bin und auch um die Kurve kommen müsste. Aber du mit deinem Auto brauchst doch nicht über meine Spur abbiegen. Wo kommen wir denn da hin? Ach ja, dieses Blinkertickern. Boah, wir haben mittlerweile 21 Grad an der Bude. Sehr schön. Hat ja dann doch irgendwie noch geklappt. Bin ich ganz froh drüber. Abend. Boah, wie schön ohne Nachladeruck gleich jetzt um die Kurve fahren konnte, ey. Das war ja herrlich. Nächste Haltestelle. Das war ja richtig ein Genuss. Könnte man behaupten, wenn man frech ist. So, aufpassen, dass wir hier das Schild nicht mitnehmen. Kernstein kann man mal mitnehmen, aber nicht das Schild, das ist wichtig. Ja, Kernsteine sind nicht so schlimm, aber Schilder. Ganz böse. Diese Haltestelle ist sowieso total bekloppt. Und ich meine, ich habe immer nachgeschaut und sie ist in echt breiter. Weil das ist ja viel zu schmal. Es dürfte ja gar nicht erlaubt sein, nehme ich mal an. Auf so einer engen Straße quasi eine Haltestelle zu bauen, weil da kommt ja kaum ein Kinderwagen oder Rollstuhl durch. Muss ja irgendwie, ein Gehweg muss doch normalerweise 1,50 Meter breit sein, ne? Das ist ja da gar nicht erfüllt. Das wäre nur gegangen, wenn man dann die Haltestelle, sag ich mal, macht auf der Straße, ne? Ist wahrscheinlich nur blöd, weil da hinter die Kreuzung ist und sowas. Wahrscheinlich deswegen ungünstig. Naja, keine Ahnung. So, Bramkamp. Da hinten ist ja auch so eine Sporthalle irgendwo, eine große. Da sind auch gerne mal Messen. Da kann man sich messen. Nee, ja, da sind halt mal Messen, auch mal Sportevents logischerweise. Wie heißt denn die eigentlich? Heißt die Sporthalle Alsterdorf oder Hamburger Sporthalle sogar? Ich weiß das gar nicht genau. Sporthallen werden ja auch irgendwie umbenannt manchmal, ne? Also Stadien werden ja immer umbenannt nach einem neuen Sponsor. Das macht man ja auch fertig. Aber ich glaube, das ist die Hamburger Sporthalle. Tatsächlich heißt sie so, glaube ich. Die ist relativ groß, ja, für eine Sporthalle auf jeden Fall.
glaube, man kennt sie unter beiden Namen. Ich weiß nicht, wie sie auf dem Papier heißt. Alsterdorfer Sporthalle, Hamburger Sporthalle, keine Ahnung. Er heizt aber hier vorbei. Ja, grundsätzlich ist ja sein gutes Recht. Er hat Glück gehabt, dass er gerade die grüne Ampel erwischt hat, ne? Arbeit! Einmal die Kurzstrecke bitte. Dann sind wir bald schon am Ende unserer Kräfte. Ich habe übrigens die dritte Tier manuell belegt. Mag ich ganz gerne immer. Die dritte Tür mit Steuern. Die vierte rein theoretisch auch, nur hier haben wir ja nur drei Türen. Wo soll die vierte auch schon hin? Höchstens auf der anderen Seite. So, und dann haben wir es geschafft. Alsterdorf, alle aussteigen. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht, liebe Fahrgäste. Ja, leider musste das sein. Also nicht unbedingt, aber hätte sein können, dass es muss, ja. So, Feierabend. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hochbahn.de. Sehr gut. Na, Licht lassen wir mal lieber an. Gut, oder? Ja, das war's soweit mit der Folge. Dann wollen wir mal hier abgeben. Dann wollen wir uns mal angucken. Gönnen wir uns mal richtig hier. Weil das war eigentlich ziemlich gut. Einmal musste ich stärker bremsen. Aber, oder zweimal vielleicht auch. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden mit meiner Leistung. Sollte schon so um die 85% sein insgesamt. Ja gut, Fahrstil ist halt immer so, ne? Das ist typisch Omsi. Man kriegt keinen 100%igen Fahrstil hin, auf gar keinen Fall. Nicht mal 80 oder so. Ich meine, gut, ich bin ein bisschen schneller teilweise in Kurven gefahren und so. Aber gut, dazu sagen 30% weiß ich nicht.
Ja gut, Fahrschein verkaufe ich kann dann nicht schneller als der Drucker. Guck mal, der Mike kommt gerade an. Und Fahrgastkomfort, ja, keine Ahnung, was das bedeutet. Wahrscheinlich Heizung und Licht. Ja, Heizung war halt nicht immer da, ne? Aber was willst du machen? Ist halt so. Ja, 85. Habe ich nicht sogar 85 gesagt? Ja, Mensch, bin ich gut. So, und jetzt könnte das sein, dass wir mehr EP bekommen haben, um im Level zu steigen. Das weiß ich aber nicht. Da bin ich mal gespannt tatsächlich. Bus Company Simulator. See you later, Alligator. Oh, hallo Bus. Das ist schade, ne? Dass hier so viele weiße Volvo stehen. Weil gerade die 2017er Stadtbusse hätte man ja zumindest als C2 darstellen können, ne? Finde das auch witzig, dass ausgerechnet die Solaris eine Darstellung haben. Aber die Citaros zum Beispiel nicht. Auch witzig, ne? Und die haben ja auch eine Darstellung. Aber irgendwie finde ich das ein bisschen sonderbar. Und schade, dass da nicht nochmal was nachgepatcht wurde. Weil das wurde leider so gelassen, wie es ist. Und ja, hier ist gerade relativ laggy. Aber, wie macht er das denn? Der Tag auch. Ach, guck mal, man kann sich hier hinsetzen. Da setze ich mich gleich mal zu, wenn wir die Folge beenden. Ah, immer noch nicht. Na gut. Ich habe nur noch eine Genehmigung frei, wenn ich das richtig sehe. Ich muss mal nochmal was gucken. Kann man Genehmigung auch wieder loswerden? Weil ich brauche ja die anderen gar nicht mehr von anderen Maps oder so, die ich mal hatte. Zum Beispiel Gladbeck. Ist doch Kacke. Jetzt könnte ich rein theoretisch nur die Busse fahren und einen mehr. Und nur die Fahrzeuge oder was. Und das ist auf allen Maps übertragen. Das finde ich ja nicht gut. Guck mal. Hey, da sehe ich mich. Wow. Also jetzt darf ich die generell erstmal reparieren, oder? So. Das kann ich jetzt schon. Keine Ahnung, was mir das bringen soll alles, aber ich mach mal das schneller. So. Ah, wow. Türen unnötig, Heizung, weiß ich nicht. Scheibenwischer reparieren ist eigentlich auch Schwachsinn. Licht reparieren, ja, das könnte noch mal passieren. Aber das hier können wir mal hochballern. Aha. Na gut. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, ob das auch überhaupt auf anderen Maps gilt. Ich hoffe mal. Wäre ja schade, wenn nicht, ne? Na, passt schon. Ja, gut, klar. Ja, gut, klar. So. Ja, keine Ahnung, passt schon. Kann mir ja mal einer erklären in den Kommentaren, wenn ihr es versteht. Ansonsten würde ich sagen, trinken wir noch mal eine Cola hier. Jetzt werfen wir die Dose an seinem Kopf. Ja, moin. Hat er nicht gesehen, zum Glück. Und er ist der Betreiber, wie ich es gesehen habe, ne? Stand da, glaube ich. So, jetzt sitzen wir mit ihnen am Tisch. Und ich sage dann erstmal, oh, ich komme nicht nach oben.
Ich sage dann erstmal tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein, liebe Leute. Und das war's mit dem Stream. Ach, mit der Folge. Das war's mit der Folge. Haut rein, liebe Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sag gute Nacht. Ja, nicht ganz sauber der Reim, aber passt schon. Also tschüss. Da muss ich ja jetzt hier manuell wieder machen, ich Trottel, ne? So.